Ich will da nicht durch. Also nehme ich den ganz langen Weg ganz außen rum. Möge der Kreislauf sich erneuern. Lass diese Wurzeln wachsen und unsere Kraft. Das hat alles verpestet, ne? Um ganz ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass da so viel wächst. So, noch ein Lager. So. Dann, das ist beides mir egal. Die Frage ist, wie komme ich da rein? Ist doch irgendwo dann da durch, oder? Ich will mal zu meiner Markierung gehen und mal gucken, ob ich da durchkomme. Die sind gut, oder? Ja, die sind gut. Definitiv da hoch. Wow, würde ich mal vermuten. Komm ich hier nirgendwo hoch? Es geht alles nicht nach oben. Vorsichtig, nicht die Hände einfärben. Hochgehen, ne? Ich sehe keinen Weg hoch. So komme ich da im Moment nicht dran. Ein bisschen aufpassen. Ich will nicht so viele Deckungsmöglichkeiten haben, wie ich gerne hätte. Ah, da ist noch eine. Ne, das ist die Drohne von vorhin. Bringen wir den ganzen Grasern da hinten vorbei. Das Wrack ist verstreut. Das Signal scheint von hinter diesen Ranken herzukommen. Komme ich nur nicht durch. Nein. Okay. Hat sich ja gelohnt, herzukommen. Aber gut, wir haben die Karte at least da wenigstens überall jetzt aufgedeckt. Ja, das bisschen, das ist jetzt auch egal. Gut. Ne, brauche ich gar nicht. Warte mal, ich kann ja gleich hier hinten irgendwo hinreisen. Da. Okay. Machen wir Mainquest weiter, wa? Oh. Ich bin halt wieder komplett auf Abwägen, aber hey, was soll's. Oh, die ist viel zu schnell gewesen. Außerdem sollte ich dafür keine Scharfschützenmunition benutzen, weil die eh zu lange braucht, um zu laden. Das gebe ich einem Färber.
Warum kann ich mich hier so gut verstecken? So. Nein. Nein, noch eine Dreckspflanze. I would call this kontraproduktiv, ja? Na, wenn die mich erblicken, nehmen die eh, haben die eh ab, von daher alles gut. Kann ich? Oh, ich kann. Sachen für den Vorrat. Da ist eine Echse. Nee, der Gräber ist mir egal. Quatsch, was mach ich denn? Aber da war theoretisch die erste Echse. Praktisch sind die Viecher halt scheiße schnell. Das heißt, es könnte schwierig werden, die zu erwischen. Aber hey. Die Maschine mag kein Feuer. Okay, Wir sind interessant. Die Maschine Flüssigkeit im Schweif, dass sie gar nicht so macht. Sprengstoff, Sprengstoff, Kettenreaktion abnehmbar. Okay. Oh, eine Drohne. So eine Drohne habe ich schon mal gesehen. Wenn ich sie runterbekomme, kann ich an die Daten ran. Das heißt, ich warte jetzt, bis sie wieder hier ist. Ich muss auf die Drohne springen, um sie runterzuholen. Deswegen warte ich auch gerade, dass sie... Der Wind ist eine Kraft, mit der man rechnen muss. Jetzt kommen wir doch hier hoch. Geschafft! Du kommst jetzt mit! Du gehörst mir! Okay, ich hol mir die Drohnendaten. Wo?
Ah. Okay. Bisschen aufpassen. Quellenlager, das noch. Definitiv nicht nach Rebellen. Wenn ich ihren Spuren folge, sehe ich vielleicht, wohin sie wollen. Bestimmt kann ich meinen Fokus einsetzen, um den Spuren dieser Reiter zu folgen. Dann halt so. Aua. Arsch mit Ohren. Ach, die sind so schnell, holy shit. Das ist direkt unter mir, wa? Aber dann muss der Eingang hier ja irgendwo in der Nähe sein. Da. Also hier jetzt geradeaus. Richtung Rebellenlager? Okay. Wofür sie wohl die ganzen Maschinen eingesetzt haben? Warte mal. Ein Stückchen weiter links. Hinter mir. Ja, hier. Eine Ruine der alten Welt, in den Fels gebaut. Das muss die sein, von der mir die Tenakt erzählt hat. Vielleicht lohnt sich ein Besuch. Ja, komme ich noch nicht weiter rein. Ich sollte mich mal umsehen. Eine Metallblume. An den Ranken komme ich nicht vorbei. Am besten lasse ich es erstmal. Ach, Mann. Shit, shit, shit. Ohne einen Weg an den Ranken vorbei kann ich nicht tun. Ich komme später wieder. Mal hallo, mein Großer. Ich könnte sie mit Löschwasser beschießen. Das Problem ist, ich glaube nicht, dass ein stiller Schlag tödlich für das Vieh wäre. Komm schon, Eloy. Nee. Das hätte gar keinen Schaden gemacht. Das tut gut. Thank you.
keine Löschwasserpfeile. Irgendwas abgeschossen von dem Vieh, oder? Auch nicht die beste Position für einen Kampf, um ehrlich zu sein. Okay, da oben. Der Schildbügel hält. Das ist natürlich ein Rebellenlager. Oh no. Oha. Okay. Das ist noch eine Brutstätte. Würde ich dann als nächstes tatsächlich angehen, bevor ich die Mainquest dann weitermache. Oh, hier ein bisschen aufpassen. Da vorne ist auch ein Flugvieh. Ein Präriehundfell. Oh, schön, bei dem Langhals ist ein... Ja, natürlich. Oh, no. Heiliger Bockmist. Oh, da vorne waren links. Okay, es werden langsam Viecher, die werden immer stärker. Logischerweise. Okay, das ist doch relativ weit weg, wa? Na gut, wir machen jetzt erstmal hier den... Ein Blick auf die alte Welt. Sieht wie eine Art Turm aus, umgeben von Platten. Der Winkel sieht falsch aus. Vielleicht bin ich zu weit oben. Muss da ja schon fast vorstehen, damit das funktioniert, oder? Und dabei sind hier auch noch zwei, drei solche Viecher. Das ist halt ein Witz. Aber ich muss tatsächlich da unten irgendwie hin. Die Flügel scheinen das Sonnenlicht einfangen zu können. Fliegt vermutlich auch schnell. Oh, wir gucken nach da. Das ist halt Anlackers.
Sorry. ich will da vorne hin. Aber ihr sonnt euch so. Ihr drei. Das bringt mir, um ehrlich zu sein, so ein bisschen Sorge. Aber solange ich euch nichts tue, tut ihr mir auch nichts, oder? Der alte Beobachtungsposten wäre ein guter Ort, um das Bild auszurichten. Ein Lackers. Also, ihr greift mich doch an. Hier ist bestimmt noch eine Brutstätte, in der es Überbrückungsdaten für diese Maschine gibt. Entspannen Sie sich bitte wieder und gehen Sie wieder auf Ihre angestammte Position. Du stellst dich jetzt nicht hier vorne hin, du Idiot. Oh mein Gott. Soll das echt heißen, ich müsste hier jetzt alles... Was ist das denn? Maschinenrennen? Ach du Scheiße. Ja, ganz bestimmt nicht. Okay. Ich habe ein kleines Problem. Okay, also ich muss dahin, wo das hier jetzt genau vorsteht. Ich bin nicht willkommen. Scheiße. Bitte in Ruhe. Zu weit unten. Und hier vorne sieht mich das Vieh doch nicht. Bin ich wieder zu hoch? Aber da unten bin ich zu niedrig. Ich bin wohl fast an der richtigen Stelle. Ach komm schon. Ich bin außer Reichweite des Aussichtspunkts. Also nochmal. Schießt du mal random durch die Gegend.
Junge, du hast keine Ahnung, wo ich bin. Hör auf zu schießen. Verpiss dich. Ah, ist das nervig. Grrr, ist das nervig gerade. Muss ich jetzt nochmal zum Aussichtspunkt oder... Oh, ich muss nochmal zum Aussichtspunkt. Oh ne, komm, Lego Mio Grando. Dann mache ich jetzt hier einen Cut, to be fair. Das ist... Nee. Ups. Ja, kann ich dann mal ganz kurz schnell hinreisen und dann mache ich jetzt hier eine Stelle einen Cut. Das ist ja nervig. Oh, das ist blöd. Oh. Jetzt speichern wir hier einmal. Gar nicht mitbekommen, dass ich im Drive-By das Ding bekommen habe. Und jo. Dann geht's für YouTube in der nächsten Folge. Ach doch, klar, natürlich. Geht's für YouTube in der nächsten Folge, aber da bist du ein Ränger. Und ciao, ciao.